Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Jänner hier mit den dicken Backen. Warte mal. Ja, das ist der Christian. Eins, zwei. Ja, weiter. Und ich bin der Sashi und wir reden heute über den 29. August. Heute am 29. August haben wir ein berühmtes Geburtstagskind und das ist... Au! Michael Jackson. Yeah, Michael Jackson. Ja. Au! Au! Ja, also ich greife mir jetzt so praktisch in den Schritt hier so. Ja, Michael Jackson hätte heute Geburtstag gehabt, wenn er denn nicht... Au! Gehabt hätte. Ja, ja. Am 29. August Geburtstag und ich war auf einem Michael Jackson Konzert gewesen. Ich bin, ehrlich? Ja, weiß nicht in welchem Jahr. Und das war allerdings am 30. oder 31. August. Okay. Und dann haben die alle so getan, als wenn er Geburtstag hat. Da haben die Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you, Happy Birthday, Happy Birthday. Haben die so riesen Ding gemacht. Ne? Und dabei hat er schon zwei Tage vorher. Geburtstag. Alle sagen, Michael Jackson Geburtstag, wie geil, Michael Jackson Geburtstag, geil. Scheißdreck, war nicht Geburtstag. Und da ist er ja hier so, der ist auch, von der Bühne ist er da runter, indem er so einen Helm aufgezogen hat und dann so eine Overall irgendwie, so einen silbernen Overall. Und dann hat er doch dieses Düsending da, weißt du, wie früher Colt Sievers aufgefahren ist. Los Angeles 84. Okay. Weißt du, so ein Stuntman ist doch dann halt mit dem olympischen Feuer ist doch dann irgendwie da gekommen und hat dann... Ja, und so, das hat er auch gemacht. Und das hat er auch gemacht? Angeblich, ne? Ja. Der ist dann halt wirklich, ich war so ein bisschen seitlich und ich meine, ich hätte gesehen, wie so ausgetauscht worden ist, ne? Also da kam ein Sandman, hat sich dann dahingestellt, hat so getan, als wäre Michael Jackson, hat immer so gemacht, mit seinem Helm drauf, ne? Es war halt so blöd, weil man wusste, das war er, ist er ja nicht mehr. Ist er ja nicht mehr. Und vielleicht hat ja Michael Jackson, vielleicht war der in seinem zweiten Leben auch Stuntman. Ja, ja, und dann hat der Stuntman immer so gemacht, so... Und dann hat er die Dinger da genommen, ne? Total bescheuert. Hat er die Dinger da genommen und ist dann geflogen. Okay. Und dann ist er wirklich so direkt über mich drüber, mit diesen Düsen. Alter, ich sag dir, mir sind die Ohren weggeflogen. Seitdem ist deine Frisur so komisch. Ja, seitdem habe ich so eine Sturmfrisur, genau. Sturmfrisur. Ja, und dann hieß es nur irgendwie, Michael Jackson has left the stadium. Oh. Das war noch im alten Waldstadion in Frankfurt. Da war Michael Jackson. Da war Michael Jackson, genau. Ein paar Jahre zuvor, 1949, am 29. August, hat die Sowjetunion ihre erste Atombombe gezündet. Da guckst du aber blöd, ja, ne? Ja, da war noch nichts von Michael Jackson mit und nichts, ne? Nee. Und weißt du wo? Haben die mal so gemacht? In Russland? Nee, also das war, das ist nämlich, pass auf, jetzt geht es nämlich weiter bei mir. Am 29. August ist Gedenktag, internationaler Gedenktag gegen Nuklearversuche. Ja. Oh. Und das wurde initiiert von Kasachstan. Das hat doch bestimmt damit zu tun, dass an dem 29. August die Russen so einen Atombomben gezündet haben. Respekt und Lass mich überlegen. In Kasachstan. Mann, ey, Christian. Manchmal denke ich, du bist ja gar nicht so doof. Ich bin schon... Selten denke ich das, aber manchmal kommt es irgendwie so ein bisschen durch. Ich hab's schon drauf. Ja, aber so richtig, ne? Ja, auf jeden Fall. Also in Kasachstan. Heute internationaler Tag der... beziehungsweise internationaler Tag gegen Nuklearversuche, initiiert von Kasachstan. Wegen diesem Atomwaffentest, der 1949 dann irgendwie stattgefunden hat. Und 1885, wiederum ein paar Jahre vor... Ja, das ist ein Schwarz-Weiß-Fernsehen, ich weiß, ja. Warte mal, wir machen mal... Schwarz-Weiß. Und wieder bunt. Oh, Mist. Das ist voll die Schneiderarbeit. Schwarz-Weiß. Okay, dann lassen wir Schwarz-Weiß. 1885, das von Gottlieb Daimler erfundene Motorrad wird patentiert. Jo. Ich habe kein Motorrad. Ach komm, wir machen wieder bunt. So. Okay. Ja. Ja, Gottlieb Daimler hat das... Hast du ein Motorrad? Nee. Ja, jemals gehabt? Nee. Ist nicht meins. Moped gefahren? Mofa. Mofa, ja. Mofa gefahren? Ja, Mofa gefahren, ja. 80er? Nee. Und später? Mhm. Gar nichts. Also Mofa schon gefahren, aber also nicht offiziell. Achso, ohne Führerschein? Ah ja. Christian, ich bin Privatgelände! Entsetzt. Ich bin entsetzt. Ja, genau, Privatgelände. Deine als im Stadt. Kreis. Als im Deine Kreis. Stadt. Nee, im Hof, weißt du so. Ach, du bist ja gar nicht richtig Mofa gefahren. Natürlich. Das musst du jetzt hier sagen. Das wurde aufgezeigt. Ja, meinst du, du kannst nachgetreten? Ist das verjährt? Du, also Mofa-Vergehen, die halten, glaube ich, ewig. Ja. Also da hast du wirklich, das ist ungefähr wie Serienmord. Und Mofa-Fahren. Serienmord und Mofa-Fahren ist, glaube ich, das... Mittlerweile habe ich eine gültige Fahrerlaubnis und besitze einen Roller. Die ist so gut wie weg, würde ich sagen jetzt. Ja, ja.
das war Shoki Manoki. Was denn? Das ist schon gut. Was denn? Nee, ist okay. Ja, das war Shoki Manoki am 29. August. Michael Jackson hätte Geburtstag gehabt und Kasachstan und die Mofa-Geschichte von Christian ist ja wurscht. Morgen am 30. August sehen wir uns wieder. Cheerio, Miss Sophie. Gute!